Wolfuß meldet sich live aus dem Stadion, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Neben mir, wie immer, mein Kollege Frank Buschmann. Auch von mir hallo, liebe Fußballfreunde. Und gleich geht's los. Aber wenn ich mir anschaue, wie die Fans mitgehen, dann bin ich auch heute nach all den Jahren immer noch begeistert. So ist der Fußball. Wenn er dich einmal packt, dann lässt er dich nicht mehr los. Das gilt für die Spieler, das gilt für die Fans. Und auch für uns Kommentatoren. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Klassisch sieht das aus, ihre Formation heute. Oro! Jetzt ist die Gefahr vorbei, der Torhüter hat den Ball. Guter Pass. Jetzt vielleicht. So, geht er gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Schön herausgespielt, das Tor hier. Er startet gut in der Mitte und dann kommt die Flanke auch klasse rein. Hier nochmal dieser Treffer. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Oro. Und er schießt. Oh, war das knapp. Die Riesenchance zum Ausgleich, aber nichts draus gemacht. Super dazwischen gegangen. Super durchgesetzt. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Benito. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Ball ist weg, kommen Sie vielleicht noch mal ran. Er ist da und kann den Ball hier klären. Da zieht er ab und die Chance ist vorbei, er wirft sich in den Schuss. Es gibt Ecke. So, die kurze Variante. Ich glaube, für diese Aktion sieht er gelb. Jetzt gibt es die gelbe Karte. Vertretbar, denke ich. Er wird den Ball reinbringen. Und was können Sie raus machen? Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Jetzt schießt er. Der Torwart passt da auf. Ganz locker macht er das hier. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Könnte der Ausgleich sein. Er trifft den Pfosten. Da war mehr drin, denke ich, aber geklärt. Da könnte ich. Und jetzt der Schuss. So, Spannung drin in dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Fast gehalten, der war ganz eng. Kommt da noch dran, aber am Ende zu strand das Ding. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Rave. Benito. Shani Taraschei. Kayubi. Einwurf jetzt. Und schon ist der Ball weg. Das könnte eine Gelegenheit werden.
Da ist die Hereingabe. Shani Taraschei. Und da ist der Ball wieder weg. Da passt er auf. Ravi. Da ist Platz. Gibt Ecke, gut geklärt. Jetzt Eckball. Vielleicht die Führung jetzt. Ein richtig guter Kopfball, aber mindestens genauso gut gehalten. Eine starke Aktion von beiden. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Die Nachspielzeit 2 Minuten. Viel Zeit ist das nicht mehr. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Kein Team hat bisher entscheidend die Nase vorne hier. Es steht zur Pause 1:1. Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Rave. Das ist schade, er wäre durch gewesen. Aber so wird abgepfiffen, abseits. Und er gewinnt den Zweikampf. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da kommt die Flanke. Nee, da geht nicht rein. Ah, klasse Chance, da stimmt fast alles bei diesem Versuch. Es fehlt das Glück. Nedim Bayrami. Schönes Zuspiel. Da kommt der Steilpass. Geklärt hier, aber keine schlechte Gelegenheit. Muss Einwurf geben. Wechsel nun bei den Young Boys. Und ich bin gespannt, ob der neue Mann hier sofort reinfindet in diese Begegnung. Bujalika. Ball draußen, wird Einwurf geben. Rave. Da versuchen Sie es bitte. Geht er rein? Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Benito. Sie müssen schneller spielen, dann können Sie die Defensive überraschen. Ah, das muss er besser lösen, müsste gelb geben. Jetzt muss er aufpassen, er sieht die gelbe Karte. Vertretbare Entscheidung, der Schiri stand gut. Wenn er da so reingeht, dann muss er damit rechnen, dass er zurückgepfiffen wird. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Wechsel nun bei den Young Boys. Ja, schauen wir mal, ob das jetzt auch den erhofften Erfolg haben wird. Schöne Aktion. Stark gemacht. Eckball. Bei der Ecke würden die Fans jetzt zu gerne die Führung bejubeln. Ecke kommt. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Oho! Klasse vom Torwart. Er pariert diesen Kopfball. Und er gewinnt den Zweikampf. Und jetzt der Schuss. Da war sie, die Chance zur Führung, aber vergeben. Toller Pass. Klasse Zuspiel. Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Ah, vielleicht geht da noch was. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Da könnte jetzt eine Chance entstehen.
So, die letzten 15 Minuten jetzt. Ja, die Fans hoffen jetzt natürlich auf den späten Siegtreffer. Ganz souverän hier vom Torhüter. Jetzt nimmt er es alleine mit allen auf. Den Ball hat er, ganz souverän. Das sah durchaus sehr vielversprechend aus, aber dann hatte doch der Gegner aufgepasst und den Pass abgefangen. Ja, da hätte was draus werden können. Das Spiel geht in die letzten Minuten und beide Teams haben noch Chancen. Klasse Aktion da. Jetzt kann er flanken. Das gibt jetzt Abstoß. Und jetzt gibt es hier noch Gelb. Da hat er erst noch den Vorteil abgewartet. Sehr gut gemacht, richtig das Spiel zunächst weiterlaufen zu lassen. Das war natürlich mit viel Risiko, mit zu viel Risiko. Keine andere Option für den Referee. Unser Blick geht runter an den Spielfeldrand. Busche, die Grasshoppers aus Zürich wechseln. Und ich bin mal gespannt, welche Auswirkungen diese Umstellung auf ihr Spiel hat. Die letzten 5 Minuten sind eingeläutet. Jetzt könnte die Flanke reinschlagen. Ich glaube, das könnte es jetzt auch schon sein, ne? Die verdiente Führung. Ja klar, sie sind das bessere Team und dieses Tor musste irgendwann fallen. Diesen Treffer schauen wir uns gerne nochmal in der Wiederholung an. Saubere Flanke von der linken Seite, technisch einwandfrei. Und da hat der Schütze natürlich wenig Mühe, diesen Ball zu verwerten. Wir schauen noch mal kurz auf den Treffer mit Köpfchen. Und wir halten fest, da hat sich das Training wirklich ausgezahlt. Und das war eine ganz, ganz enge Partie heute, die vielleicht hier jetzt den glücklichen Sieger gesehen hat. Hat sie, Busche? Vielleicht. Führungstreffer kurz vor Schluss. Ob sie das halten können? Da kommt die Anzeige zur Nachspielzeit. 3 Minuten gibt es obendrauf. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Jetzt ist Platz für den Konter. Schöner Pass. Nicht der Ausgleich. Ja. So, das ist der Schlusspfiff. Das Spiel ist aus. Nichts was mit dem Sieg heute. Bitter für die Spieler, aber vor allem auch für die Fans. Ne? Ja, die müssen sich aus dem gegnerischen Lager jetzt natürlich einiges anhören. Und bis die Mannschaft das im nächsten Duell ausbügeln kann, das dauert ja noch ein bisschen. Das war gut, was er heute angeboten hat. Ja, der hat das Spiel entschieden mit seinem späten Treffer. Das ist natürlich das Entscheidende. Jetzt vielleicht. So, geht ja gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Ich glaube, für diese Aktion sieht er gelb. Jetzt gibt es die gelbe Karte. Vertretbar, denke ich. Da war mehr drin, denke ich, aber geklärt. Da könnte jetzt... Und jetzt der Schuss! So, Spannung drin in dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Sie müssen schneller spielen, dann könnten sie die Defensive überraschen. Ah, das muss er besser lösen, müsste gelb geben. Jetzt muss er aufpassen, er sieht die gelbe Karte. Schöne Aktion. Stark gemacht. Und er gewinnt den Zweikampf. Und jetzt der Schuss. Da war sie, die Chance zur Führung, aber vergeben. Jetzt könnte er die Flanke reinschlagen. Ich glaube, das könnte es jetzt auch schon sein, ne? Die verdiente Führung. Ja klar, sie sind das bessere Team und dieses Tor musste irgendwann fallen.